So, und weiter geht's. Mit Torchlight, Part Nummer 8. Ich habe jetzt auch endlich mal die... Ich habe jetzt mal einen Timer gestartet. Einfach nur so mal so ein bisschen für mich, um zu gucken. Oh, versunkene Ruinen. Okay, super. Da bin ich mal gespannt, wie das hier wird. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil man hier die Quests, also gerade vor allem die Nebenquests, einfach super portionieren kann. Einfach aus dem Grund, ja, ich meine, der verlassene Tunnel, die Dungeon-Karte, verlassene Tunnel, hat jetzt eben gerade wunderbar funktioniert. Oha! Was sind denn das für Viecher? Ich habe Blutschaden bekommen, das war nicht so super. Hier muss ich echt langsam machen. Die sind nicht schlecht. Okay. Mit dem zielsuchenden Schuss könnte ich natürlich was machen. So, oder? So, der Abenteurer, nächste Stufe, braucht Stufe 12. Okay. Das bedeutet, der nächste Skillpunkt, den ich durch Ruhm, nicht durch ein Level-Up bekomme, ja, der wird wahrscheinlich noch dauern. Weil so viel Ruhm kriegst du jetzt nicht für den... Oh, Feldbogen, der hört sich gut an. So, warte mal. Partnermenü, mein Menü. So, was haben wir hier? Schwerer Lederhut. Kann rüber. Das ziehe ich mal an. Ist der gleiche Waffenrock, den ich vorher hatte. Zweihändig, Körperschaden. Durchschnittliches Angriffstempo, höchstes Angriffstempo. Dann kommt der nämlich auch mal weg. Schwert brauche ich nicht. Niedriges Angriffstempo. Plus 9 Schaden. Ich könnte natürlich mal was probieren. Ich probiere es einfach mal. Was soll der Geiz? So. So, 3 Skelette. Okay, ihr macht das abwechselnd, was gar nicht so schlimm ist. Okay, mal nach Tara. Okay, die lösen sich nach einer Weile automatisch auf. Okay. Und sind noch Giftskelette, aber ich würde gerne hier einfach mal weitermachen. Ganz gut aus. Ah, die machen das automatisch. Okay, super. Identifizierungsschriftrolle. Okay, ich finde es schade, dass wir hier nicht so viel angeln können. Ich werde versuchen, ab und zu mal ein paar Skelette zu beschwören. Das tut im Endeffekt nicht weh.
Und mein Mana sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ansonsten läuft es eigentlich ganz gut hier. Ah, das hat ein bisschen wehgetan jetzt, aber nur ein bisschen. Ich weiß nicht, was meine Dingsbums hier machen. Giftresistenz plus 6 Bonus auf Magie erfordert Stufe 11, Magie 4. Ja, ich sag's mal so, ich glaube nicht, dass ich das brauche. Magie 7, Stärke 9. Okay. Oh, jetzt wird's aber gefährlich hier. Ich kann ja Skelette beschwören ohne Ende. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich denke mal, 5 Stück ist das Maximum, was ich haben kann. Ab dann wird es kritisch. Allein weil. Einfach nicht aus dem Grund, weil es Probleme gibt. Sondern die lösen sich halt nach einer Weile auf. Oh, so ein Crit-Schaden ist natürlich immer. Hierüber kann ich nicht. Ich will trotzdem erstmal meiner kleinen Nachtara ein bisschen. Ja, ist ja gut. Okay, du musst die ganze Zeit so viel tragen. Ist aber ein braves Tierchen. Oha! Ich habe nicht genug Mana. Wie, du hast nicht genug Mana? Dann sag doch was, Mädchen. Dann kriegen wir das schon mit deinem Mana hin. Jagdbogen kann weg. Das kann weg. Fokus des Frost, das ist ein Zauberstab, und kann auch weg. So, der beschäftigt sich mit den Skeletten, das ist okay. Wunderbar. Ein großer Heiltrank, den nehme ich natürlich gerne mit. So, dann muss ich mal gucken. Das sieht für mich. Okay, die Skelette machen hier alles. Das ist wunderbar. Okay. Es sieht so aus, als könnte man da unten lang. Interessant. Okay. Aber erstmal will ich hier unten lang, weil ich glaube, da oben geht's weiter. Okay, da drüben ist was Besonderes. Ich bin mit meinen Skeletten eigentlich sehr zufrieden. Die halten ziemlich viel ab.
machen zwar nicht so viel Schaden, aber die halten halt sehr, sehr viele Monster ab. Ja, komm. Weißt du was, bevor es jetzt hier großartig weitergeht, würde ich doch nochmal diese Brücke hier benutzen, bevor die wirklich komplett dann aus Dingsbums aus meinem Fokus gerät. Kann ja sein, dass da aber nur ein Schatz ist oder so. Das ist ja eine Dungeon-Karte. Ah, ich kann hier... Finde ich gut, dass die Skelette das schon automatisch aufgreifen. Okay, passt. Mana-Schrein genommen. Ja, hier war einfach nur viel Gold. Was an sich auch nicht so schlecht jetzt ist. So. Nicht möglich. 7 Rüstungen, 6 Schaden reflektiert. Ist natürlich nicht schlecht, ne? So, was haben wir hier? 46 Gesundheit. Gesundheitswiederherstellung pro Sekunde auf der Waffe oder Bonusattribut Stärke. Den behalte ich mal. Beschädigter Tiefenblutstein. Attribut Geschicklichkeit für Rüstung. Weißt du was? Die behalte ich und versuche mir einfach bessere zu schmieden. Vielleicht kann man ja da was machen. Das wäre schon mal super. Ups, das war der falsche Knopf. Da wollte ich eigentlich... Ja, ja gut, nach Daram. Ich glaube, unserem kleinen Kätzchen, Mietekätzchen, gefällt es hier unten nicht. Was ich nicht verübeln kann. Ich meine, richtig schick ist es hier nicht, ne? Es ist feucht, es ist überall moosig. Auf überall Spinnen rum. Oh, es gibt hier viele... Viele Gewehre. Selten. Normales Gewehr. Ja, die sind alle ziemlich gut. Aber es sind halt auf der anderen Seite auch nur normale Gewehre, ne? Das lief ganz gut. Was machen die denn da unten? Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Wir sollten, glaube ich, mit dem Typen hier angreifen. So, was haben wir denn hier bekommen? Oh, neuen Waffenrock. Kettenweste. Klug des Geparden. Ich verliere 13 Rüstung. Aber krieg dafür plus 4 Rüstung, 5% schnellere Bewegung, Feuerresistenz, Mana- und Elektroresistenz. Ja, kann man sich antun. Oh, plus 1 Sockel. Magie finden um 2% erhöht und ja, aber Giftschaden ist natürlich auch super, ne? Mm.
Weißt du was, das ziehe ich einfach mal an. Ja, unsere Elaine macht sich langsam, das Mädchen. Das muss man ihr lassen. Die ist nicht nur im Abenteuer gut. Oh, ist das mies. Ich hoffe, das ist nicht meine Katze. Oh, perfekt. Stufenaufstieg ist immer super. Das lief schon mal ganz gut. Ich würde jetzt trotzdem hier gerne noch mal aufräumen, bevor ich mir jetzt alles mal in Ruhe angucke. So, wie viele Skillpunkte habe ich denn? Einen. Dann mache ich den Abenteurer. Wenn ich wegen Ruhm etwas kriegen sollte, dann setze ich es auf kritische Treffer. Oder den zielsuchenden Schuss. Das wäre alles gar nicht mehr. Das ist alles relativ schwierig zu entscheiden, was jetzt richtig gut ist und was nicht. So. Plus 12 Giftresistenz und Mana. Brauche ich nicht. Ich kann nichts mehr tragen. Oh nein, mein Kätzchen ist voll. Alter hat sich auf den Weg gemacht. So, Nachtara, dann mach du das mal. Ah, Bogenschützen sind das. Sag mal, triffst du die auch? Lass ich. Da hat sie schon von mir so zwei coole Waffen bekommen. Okay. Bis zu einem gewissen Grad sieht das so aus wie beim letzten Mal, als wir in den Ruinen gewesen sind. Von daher. Jawohl. So, dann bleibe ich mal hier, bis ihr Gift da vorbei ist. Mein Nachtara braucht auch noch knapp eine halbe Minute. Okay, hier ist das Portal, um wieder zurückzugehen. Das ist schon mal ganz gut. Okay, das kann rüber. Das kann rüber. Das kann rüber. 6 Mana, 3% Bonus. Oh, das ist auch nicht schlecht. 3 Bonus auf Geschicklichkeit. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Okay, super. Ich bin mir nicht ganz sicher. 10 Rüstung ist natürlich super. Komm. Mache ich mal die Rüstung. Bevor ich diese Minen. Genau. Bevor ich diese Minen jetzt hier verlasse, gucke ich mir alles nochmal in Ruhe an. Aber ich glaube, wir haben die jetzt einigermaßen durch. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, damit kann man arbeiten. Jo, wie lange sind wir in der Aufnahme? 19 Minuten, das ist wunderbar. So eine Minikarte läuft doch besser als gedacht. Vor allem finde ich so 20 Minuten Dungeon, das haben sie damals richtig gut gemacht. Guten Tag. Guten Tag.
30 Gesundheit, 1% erhöhte Erfahrung. 10% Chance. Sie haben kein Glück. Machen Sie es gut. Guten Tag. Ich probiere es nochmal. Glück ist auf. Jawohl. Auf Wiedersehen. Was kann ich für Sie tun? Auf Wiedersehen. Was haben wir denn jetzt bekommen? Giftschaden? Nee, haben wir nicht. Ich weiß es nicht, aber irgendwas haben wir bekommen. Ich habe es einfach nicht mehr im Kopf. Hallo. So, warte mal. Ich finde es halt nur schade, dass nicht angezeigt wird, wie teuer das wird. Passt auf euch auf. Aber ich denke mal, wir sollten jetzt sowieso ein bisschen weitermachen. Jo. Das ist das Portal zu den Minen. Wir haben jetzt auch keine Karten mehr. Wir haben keine Stadtportal. Das ist eigentlich komisch. Wenn ich Stadtportal hier auf die 8 lege, dann brauche ich die Stadtportal-Schriftrollen nicht mehr. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Dann habe ich wieder Platz im Inventar. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt auch mal einen Cut hier. War auf jeden Fall cool, dass ihr da wart. Hier mal wieder typisch. Ich mache hier ganz normal weiter. Also dann hier, Leute. Macht's gut. Ciao.